So, hallo, da bin ich schon wieder. Heute kein Kraft, kein Ausdauer. Mobilisation mit zwei Klopapierrollen. Und wenn ihr bestimmt habt, dass es da ein Kissen noch habt. Wer eine Matte hat, gerne mit Matte, ist doch etwas bequemer. Ansonsten legt man jetzt einfach los, ganz schnell. So, wir stellen uns erstmal hin. Das Kissen erstmal auf Seite. Immer so ein bisschen in die Mitte. Gerne Beine ein bisschen nach außen. Legt euch die Klopapierrollen bitte nur auf die Hände. Nicht festhalten, ja, wirklich nur ablegen. Arme nach vorne. Geht so ein bisschen in die Hocke, Po und Bauch spannen. Und wir schwingen rechts, links im Wechsel ganz kurz hoch und tief. Der Bauch ist fest, angespannt. Und nur eine kurze Bewegung. Genau. Die Beine langsam zusammen, Füße ganz zusammen, Oberschenkel, Po und Bauch sind gespannt und wir gehen mit den Armen leicht zur Seite und ziehen dabei ein Knie hoch. Arme bleiben außen und schwingen rechts, links im Wechsel. Natürlich haben wir jetzt die ein oder andere Übung schon gemacht. Habe jetzt auch schon 8 Mobilisationsvideos hochgeladen. Das ist dann ganz klar, dass sich die ein oder andere Übung wiederholt, ne? Aber Hauptsache, wir machen zusammen Sport. Die Arme gehen wieder langsam nach vorne und das Bein geht jetzt nach hinten. Wir schwingen weiter. Sehr schön. Super. Das Standbein ist immer so ein ganz kleines bisschen gebeugt. Ja, nicht ganz durchstrecken, so ein bisschen beugen. Und kurze Bewegung. Sehr schön. Haltet die Klopapierrollen fest, langsam runter, einfach vorne so zusammen und das hintere Bein geht ganz kurz hoch und tief. Ja, Standbein ist leicht gebeugt, hinteres Bein ganz kurz hoch und tief. Die Arme sind ganz locker. Super. Jawohl. Der Papa hat wirklich, der Hund hat wirklich keine Lust mehr mitzumachen. Wie gesagt, er hat sich daran gewöhnt, dass hier jemand rumturnt. Sehr schön. Versucht den Bauch immer ein bisschen unter Spannung zu halten, ja, dass die Rumpfmuskulatur stabil ist. Kurze Bewegung nur. Standbein spür mal langsam. Ja. Nicht nur ich, ihr auch. Wunderbar. Langsam abstellen, das Standbein mal nach vorne, Zehenspitze ranziehen, Oberkörper nach vorne und ein bisschen dehnen. Schaut, dass euer Rücken hier gerade ist, ja? Kein Buckel machen, schön gerade und schön dehnen. Hattet ihr vom letzten Krafttraining auch so einen Muskelkater? Also als ich diese 2 Videos gemacht habe, statisches Training und Intervall, da hatte ich ganz schön Muskelkater. So, langsam lösen. Wir bleiben hier stehen, legt die Hände, die Klopapierrollen wieder auf die Hände. Arme wieder nach vorne, hoppala. Jetzt natürlich das andere Knie hoch und wir fangen wieder an zu schwingen. Kurze Bewegung. Standbein wieder leicht gebeugt. Super. Und die Arme
Nochmal zur Seite. Wunderbar. Konzentriert euch einfach auf einen Punkt, der nicht wackelt. Und dann müsste es eigentlich mit der Balance ganz gut gehen. Prima. Wenn man nur zuschaut, ist es natürlich sehr langweilig, weil es ist ja lang immer die gleiche Übung. Aber wenn man mitmacht, dann ist es, glaube ich, ganz okay, oder? Also bis jetzt kam eigentlich nur positives Feedback. Hat auch ein bisschen was vom Training im Studio, auch wenn es zu Hause ist. So, wieder nach vorne die Arme. Die Klopapierrollen festhalten, vorne runter das Bein nach hinten und ganz kurz hoch und tief. Sehr schön. Denkt wieder dran, das Standbein ist ein bisschen gebeugt. Oberkörper leicht nach vorne, der Bauch bleibt angespannt. Kurze Bewegung. Sehr schön. Wenn ihr denkt, ich spüre doch hier gar nichts. Hier spürt man auch nicht so viel. Aber hier, ne? Standbein arbeitet. Das ist eine Ablenkung. Ein bisschen was tun wir hier auch. Popo, unterer Rücken. Alles gut. Sehr schön. Jetzt noch ein bisschen. Kleines bisschen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, absetzen, die Ferse wieder aufstellen, Oberkörper nach vorne und schön dehnen. Super. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Zeit mit. Dehnungen sollte man eine Minute halten, dass auch wirklich die Dehnung ankommt. Ja, die hat ja auch einen Sinn. Verkürzungen vermeiden, Verklebungen vermeiden. Jawohl. Und langsam löst. Wunderbar. So, eine Klopapierrolle legt er bitte weg. Die andere nimmt er hier zwischen beide Hände. Könnt ihr einfach so greifen. So, wir gehen nochmal mit dem ersten Bein hoch. Arme nach vorne. Jetzt seht ihr mich nicht mehr, aber ist egal. Hauptsache, ihr seht meine Beine und meine Arme. Wir gehen mit dem Bein nach hinten, kreuzen, drehen den Oberkörper so ein bisschen zur Seite und kommen wieder zurück. Dreh dich zur Seite, geh tief und wieder zurück. Ausatmen, tief, einatmen, zurück. Ausatmen, tief, einatmen, zurück. Versucht durch die Nase zu atmen. Oder dürfen wir auf nichts anderes gerade konzentrieren. Die Übung schon lange nicht mehr gemacht. Super. Schön tief ausatmen. Und einatmen, zurück. Gut, sorry, bin noch ein bisschen wackelig. 5, 7 ist eigentlich nicht meine Sport.
Turnen. Jetzt geht einfach mal gerade zurück, Arme ganz nach oben und wir gehen tief und hoch, tief und hoch. Nicht nach vorn, schaut, dass es hier hinten tief und hoch geht und die Arme bleiben ganz lang, Bauch mit anspannen. Arme schön lang, ausatmen, einatmen. Unten bleiben, Arme nach vorne und nochmal ganz kurz hoch und tief. Schön unten bleiben. Super. Langsam vorkommen, Bein ein bisschen locker. So, dann ziehen wir das andere Bein hoch. Die Klopapierrolle wieder nach vorne, tief einatmen. Mit dem Ausatmen drehen. Geht heute irgendwie gar nicht, aber kriege ich hin, ihr auch. Drehen, tief und hoch. Mir wird schon ein bisschen warm. Okay, bleib hier. Komm nach hinten. Gut. Arme hoch. Und wieder tief. Und hoch. Arme schön lang. Bauch ein bisschen mit anspannen. Jawohl. Tief. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Unten bleiben, Arme nach vorne und wieder ganz kurz hoch und tief. Schön. Ganz kleine Bewegung. Super.
langsam lösen, Arm runter, Beine ran, ein bisschen lockern, komm noch mal ein bisschen in die Grätsche, halt die Rolle einfach hier, Arme nach vorne und jetzt mit dem Ausatmen hier durchziehen, den Rücken schön rund machen, einatmen, gerade, ausatmen, durchziehen, einatmen, gerade. Und jetzt, wenn wir unten sind, einfach so dreimal federn. Eins, zwei, drei und komm wieder nach vorne. Eins, zwei, drei und wieder nach vorne. Schulter bleibt tief. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Wenn ihr unten seid, anhalten, noch einmal federn, anhalten, die Klopapierrolle am Boden abstellen, beide Hände drauf und dann klappen zu den Füßen so weit zusammen, wie ihr könnt. Die Beine, die dürfen ruhig jetzt ein bisschen gebeugt sein, jeder so weit wie er kann. Drücken schön rund die Füße ganz zusammen und versucht die Beine ein Stück mehr durchzustrecken, jeder so weit wie er kann. Rücken schön rund, versucht die Dehnung zu halten. Wer sehr beweglich ist, nimmt die Klopapierrolle weg, macht die Hände auf den Boden, den Kopf einfach mal hängen lassen. Einmal am Tag darf man den Kopf einfach mal hängen lassen. Ja, lasst euch gehen. Nehmt die Klopapierrolle, federt noch mal ein bisschen, einfach ganz leicht federn. Super. Und dann rollen wir uns wieder ganz langsam Wirbel für Wirbel hoch. Zieh die Schulter mit nach hinten. Apropos Schulter mit nach hinten ziehen. Wir nehmen die Klopapierrolle mit nach hinten. Nehmt sie hier zwischen beide Hände. Beine bleiben leicht gestreckt. Macht die Arme ganz lang. Und mit dem Ausatmen hochziehen. Ja? Einatmen lang. Ausatmen hochziehen. Einatmen lang. Ausatmen hochziehen. Dass ihr den Bauch immer schön mit anspannt, ja? Bauch spannen, Beine ein bisschen spannen, die Beine sind immer so einen kleinen Ticken gebeugt und schön mit der Atmung gehen. Einatmen lang, ausatmen hochziehen. Einatmen lang, ausatmen hochziehen. Super. Lasst die Arme lang, nehmt nochmal beide Klopapierrollen, Füße ganz zusammen, Oberkörper nach vorne,
Rücken ist ganz gerade und jetzt legt ihr die Klopapierrollen wieder auf eure Hände und macht wirklich den Rücken nicht rum, sieht man das damit, so, sondern wirklich schön gerade, Arme seitlich, Augen zum Boden und nochmal beide Arme kurz hoch und tief. Super, so rum besser, egal. Schaut einfach zum Boden, nicht nach rechts, nicht nach links. Ihr verspannt euch sonst nur auch nicht nach vorne. Schaut einfach zum Boden. Schulterblätter so ein bisschen zusammenziehen, Rücken schön gerade. Kurze Bewegung hoch und tief. Super. Eine Klopapierrolle weg, die andere wieder in beide Hände, Augen bleiben Richtung Boden, streckt ein Bein nach hinten, Arme nach vorne und Bein und Arm kurz hoch und tief. Zehenspitze zeigt zum Boden, Arm und Bein ganz kurz hoch und tief. Super. Und lösen. Bisschen locker lassen. Super. Puh, jetzt komme ich doch noch ins Schwitzen. So, das gleiche machen wir natürlich noch mit der anderen Seite. Oberkörper wieder nach vorne. Arme nach vorne, anderes Bein nach hinten. Zehenspitze zeigt zum Boden. Und wieder ganz kurz hoch und tief. Super. Ups. Immer noch weiter. Und langsam lösen. Jawohl, super. Arme und Beine ein bisschen lockern. Komm nochmal in die Grätsche. Schön weit. Klopapierrolle weg. Nimm die Arme nach unten. Stell eine Hand ab, dreh die andere zur Decke und schau mit zur Decke. Ja, Beine bleiben durchgestreckt. Schön weit auseinander. Die Hand ist am Boden, hoppla, die andere zur Decke und wir schauen zur Decke. Komm langsam mit der Hand runter, nimm die andere nach oben, Beine bleiben durchgestreckt,
Schau wieder mit zur Decke, schau über die Schulter nach oben und schön halten. Und komm wieder langsam runter. So, von hier aus dürft ihr euch gleich hinsetzen. Jetzt brauchen wir auch unser Kissen. Setzt euch auf euer Kissen. Nehmt noch einmal beide Klopapierrollen. So, letzte Übung mit Klopapier. Arme nochmal öffnen, die Beine leicht anheben. Und jetzt, das muss ich erstmal selber überlegen, einmal Knie ran. Dreht euch zur Seite, anderes Knie zur Seite. Ja? Wir drehen uns immer zu dem Knie, das wir ranziehen. Bisschen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. So, bleibt nochmal sitzen. Arme einfach mal hängen lassen. Legt den Kopf zur Seite. Zieh die entgegengesetzte Schulter schön nach unten. Und schön dehnen. Roll den Kopf langsam über vorne auf die andere Seite und schön dehnen. Und langsam lösen. So, das war's für heute. Wenn ihr noch ein bisschen was machen wollt, könnt ihr ja noch Intervalltraining anhängen. Oder ihr geht, glaube ich, heute wird es wieder schöner. Ein bisschen Radfahren, ein bisschen Joggen, ein bisschen Walken, ein bisschen Spazieren, ein bisschen an die frische Luft. Tja, ich wurde gefragt, warum ich das nicht in meinem Studio drehe, professionell und da. Ich mache einfach diese Videos, nicht um ein YouTube-Star zu werden, wirklich nicht.
Ich mache die, um meine Mitglieder ein bisschen zu unterstützen, dass sie daheim was machen können und auch ein bisschen motiviert sind, zu Hause was zu machen. Selbst ich muss mich wirklich aufraffen, daheim was zu tun. Da fehlt das Studio, da fehlt einfach, bei euch fehlt die Anleitung vorne dran. Bei mir fehlt ihr hinten dran, die mir einfach dieses positive Feedback während der Stunde geben. Dieses Lächeln, diese Kraft, die ihr mir gebt, die fehlt mir hier. Und ich hoffe, so fehle ich euch auch ein bisschen. Aber wie gesagt, ich mache dieses Video nicht, um irgendein YouTube-Star zu werden. Werde ich bestimmt auch nicht. Ich mache es einfach nur, um euch ein bisschen zu unterstützen. Und habe so auch ein bisschen das Gefühl, ich bin bei euch. Okay? Ich vermisse euch von Tag zu Tag mehr. Macht's gut, ciao.